Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es geht wieder um Missing 411. Ich denke, viele von euch haben sich das gewünscht. Es werden wieder 10 Fälle sein, weil ich ja gemerkt habe, dass dieses Video ziemlich, ja, ich sag mal, kontrovers diskutiert wurde und fast bei 10.000 Klicks ist, was für mich natürlich sehr, sehr viel ist. Deswegen habe ich gedacht, ich suche mir wieder 10 Fälle aus und präsentiere sie euch. Das ist jetzt kein besonderes Ranking, irgendwie mysteriöser, nicht mysteriöser oder so. Es sind einfach nur 10 interessante Fälle, von denen ich gedacht habe, dass es wert ist, dass man ja sie in ein Video packt. Ja, ich will nicht lange drum herum reden. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video und falls euch das Video gefallen hat, lasst mir natürlich ein Like da, abonniert meinen Kanal, das hilft mir wirklich sehr. Das supportet mich am meisten und hilft den YouTube-Algorithmus vielleicht auch meine Videos irgendwo vorzuschlagen. Viel Spaß! Und beginnen wir mit dem ersten Fall und zwar Stephen Kubacki aus dem Jahre 1977. Im Februar 1977 fuhr ein 24-jähriger Mann namens Stephen Kubacki in der Nähe des Michigansees auf Langlaufskiern durch den Schnee. Als er den Rand des Sees erreichte, nahm er seine Skier ab, um sich hinzusetzen und auszuruhen. Als er aufstand, um weiterzulaufen, waren plötzlich seine eigenen Spuren verschwunden und er hatte sich verlaufen. Das Letzte, woran er sich erinnert, ist, dass er durch den Schnee lief und sich taub und erschöpft fühlte. Er wurde ohnmächtig. Innerhalb eines Wimpernschlags war es auf einmal Frühling. Er lag auf einer Wiese mitten im Wald und trug Kleidung, die ihm nicht gehörte. Neben ihm lag der Rucksack eines Fremden, in dem sich Laufschuhe und eine Brille befanden, die ihm ebenfalls nicht gehörte. Er wanderte zur nächstgelegenen Stadt und fragte einen Anwohner, wo er sei. Sie sagten ihm, er sei in Pittsfield, Massachusetts, knapp 1000 Kilometer von dem Ort entfernt, an dem er Ski gefahren war. Seine Tante und sein Vater lebten in Pittsfield, also klopfte er an die Tür seiner Tante. Seine Familie war schockiert, umarmte ihn und fragte, wo er gewesen sei. Kubacki war seit 14 Monaten vermisst worden. Als Kubacki zum Zeitpunkt seines Verschwindens vermisst gemeldet wurde, fand das Suchteam seine Skistöcke und seine Skier am Rande des Sees. Es gab nur eine Reihe von Fußspuren, die zum Wasser führten, aber keine, die wegführten. Die Suchmannschaft ist davon ausgegangen, dass er irgendwie in diesem See ertrunken war. Er war schon so lange verschwunden, dass alle annahmen, er müsse tot sein. Die offizielle Erklärung lautet, dass er an Amnesie litt und in einem dissoziativen Zustand umherwanderte. Dieser Fall hat selbst die erfahrensten Ärzte verblüfft. Es ist unglaublich selten, dass jemand sein Gedächtnis über einen so langen Zeitraum verliert. Und es gibt immer noch so viele unbeantwortete Fragen. Seine Geschichte wurde in einer psychologischen Fallstudie in einem Buch über Amnesie aufgenommen, aber selbst Experten waren nicht in der Lage herauszufinden, was tatsächlich passiert ist. Kubacki hatte bereits vor seinem Verschwinden einen Abschluss in Linguistik gemacht, war aber von seinem eigenen Fall so fasziniert, dass er anschließend in Psychologie promovierte. Er wollte Antworten auf sein eigenes Verschwinden, doch er konnte sie bis heute nicht finden. Die Lösung des Rätsels um sein verschwundenes Jahr wurde zu einer Obsession und er veröffentlichte ein Buch, in dem er über die Möglichkeit von alternativen Universen schreibt. Obwohl in den Berichten über diesen Vorfall anscheinend nie Kubakis damaliges Alter angegeben wird, besagt der Lebenslauf auf Kubakis Website, dass er 1979 seinen Bachelorabschluss am Hope College gemacht hat. Damit wäre er zum Zeitpunkt seines Verschwindens im Jahr 1978 ein junger Erwachsener gewesen, also alt genug, um aus eigenem Antrieb zu verschwinden und über ein Jahr lang zu überleben und ungefähr in dem Alter, in dem sich ernsthafte psychische Probleme manifestieren können. Es könnte also gut möglich sein, dass er sein Verschwinden selbst inszeniert hat und entweder wissentlich die seltsame Geschichte konstruiert hat oder sich wirklich nicht mehr klar an seine Aktivitäten während dieser Zeit erinnern kann. Auf dem Skiausflug, bei dem er verschwand, war er alleine. Es ist also möglich, dass er zu dem Ort fuhr, an dem er seiner Familie gesagt hatte, dass er dort sein würde, einige seiner Habseligkeiten zurückließ und abhaute.
Vielleicht, weil er dem Prüfungsstress irgendwie entfliehen wollte, da er zu dem Zeitpunkt gerade auf dem College war und kurz vor seinem Bachelor stand. Maurice Damitz, 1981. Im Jahr 1981 ging Maurice Damitz mit seinem Freund David McSweeney auf Topazjagd. Falls jemand nicht weiß, was Topase sind, das sind Edelsteine. Damitz war promovierter Theologe und hatte in den 70er Jahren in mehreren Veröffentlichungen erklärt, er glaube, dass der Antichrist kommen werde. Er schrieb, der Teufel werde als politischer, religiöser und kommerzieller Alleinherrscher der Welt auftreten. Sie fuhren zum Pike National Forest in Colorado. Im Park angekommen, mussten sie etwa 25 Kilometer auf einer unbefestigten Straße fahren, bis sie einen Ort namens Topaz Point erreichten. Die amerikanischen Ureinwohner behaupteten, dass dieser Ort von bösen Geistern heimgesucht wurde. Die frühen Siedler nannten diesen Ort Devil's Head. Ein sehr interessanter Zufall, wenn man bedenkt, was er für einen theologischen Hintergrund hat. Maurice konnte kaum laufen, weil er dem Alter geschuldet Probleme mit seinen Knien hatte. David musste ihm helfen, einen kleinen Hügel hinunterzusteigen, um zu einer sandigen Grabungsstelle im Wald zu gelangen. Als es Zeit war zu gehen, ging David zu Maurice Grabungsstelle und sagte, dass sie in etwa 10 Minuten gehen sollten. Er ging zurück zu seiner eigenen Grabungsstelle, die 150 Meter entfernt war, um seine Werkzeuge einzusammeln. Aber als David zu Maurices Stelle zurückkehrte, war der ältere Mann verschwunden. Mit seinen kaputten Knien wäre es für Maurice unmöglich gewesen, allein den Hügel hinaufzuklettern, und er hätte auch nicht weit in den Wald hineingelangen können. Und doch war er weg. David hupte und rief nach ihm, doch es gab keine Spur von Maurice. McSweeney winkte ein Auto in der Nähe heran und bat es, die Polizei zu holen, während er die Suche fortsetzte. Die örtlichen Behörden suchten 5 Tage lang, doch sie fanden keine Spur von Maurice. Die Polizei stellte den Fall dann irgendwann mit der Begründung ein, sie habe alles getan, was sie tun konnte. Damitz' Frau schickte einen Brief an den Gouverneur von Colorado mit der Bitte, den Fall wieder aufzunehmen, doch sie erhielt nie eine Antwort. Nachdem Paulides für Missing 411 eine Mini-Dokumentation über den Fall erstellt hatte, wies er darauf hin, dass es in Devil's Head eine Reihe ähnlicher Fälle gab. Nach der Ausstrahlung der Mini-Doku nahm die Polizei den Fall Maurice Damitz über 30 Jahre nach seinem Verschwinden wieder auf. Ja, dieser Fall ist eigentlich ein Klassiker. In der einen Minute noch da und in der nächsten spurlos verschwunden. Mir würden für diesen Fall ziemlich viele Gründe für sein Verschwinden einfallen. Er hatte zwar Probleme mit seinen Knien, wenn er aber bedingt durch sein hohes Alter einen plötzlichen Anfall von Verwirrung oder irgendwie in einen unklaren geistigen Zustand geriet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er in 10 Minuten relativ weit hätte kommen können. Auch mit kaputten Knien. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass eventuell sein Begleiter David McSweeney etwas mit seinem Verschwinden zu tun haben könnte. Doch das sind alles Spekulationen meinerseits. Jetzt kommt ein wirklich sehr, sehr außergewöhnlicher Fall, und zwar der Fall von Danny Philippides aus dem Jahr 2018. Am Mittwoch, dem 7. Februar 2018, fährt der 49-jährige Feuerwehrmann Konstantinos Philippides aus Toronto, genannt Danny, am Whiteface Mountain in Wilmington, New York, im Rahmen eines jährlichen Skiausflugs mit außerdienstlichen und pensionierten Feuerwehrleuten Ski. Der verheiratete Vater von 2 Kindern gilt als fortgeschrittener Skifahrer, ebenso wie die 8 anderen, die sich im Urlaub angeschlossen haben. Es ist der letzte Tag ihres Ausflugs, bevor sie von Whiteface Mountain, einem der höchsten Gipfel in den Adirondacks, mit den Skipisten, Wäldern, Bäumen und Felsen übersät ist, nach Hause zurückkehren. Gegen 14.30 Uhr sagt einer aus der Gruppe, er fühle sich müde und wolle aufbrechen, aber Philippides will noch einen letzten Versuch unternehmen, den Berg hinunterzufahren, und macht sich allein auf den Weg zu einer letzten Abfahrt. Während seine Freunde in der Hütte auf halber Strecke auf ihn warten, zieht ein starker Schneesturm auf und die Sicht in der Gegend ist stark beeinträchtigt. Etwa 1,5 Stunden später, um 16 Uhr, schließen die Skilifte für den Tag und
Philippides ist nirgends mehr zu sehen. Seine Freunde warteten weitere 30 Minuten, bevor sie sich Sorgen um sein Wohlergehen machten und meldeten ihn um 16.30 Uhr als vermisst. Sie sahen in der Ferienanlage nach, in der sie untergebracht waren, um zu sehen, ob er vielleicht zurückgegangen ist, und finden sein Auto, seinen Pass, sein Telefon und sein Ausweis genau dort, wo er sie an diesem Tag zurückgelassen hatte. Schnell beginnt die Suche nach Philippides auf dem Berg, während Förster, Skistreifer und andere Skifahrer die Pisten nach dem vermissten Feuerwehrmann absuchen. Als der Abend dunkler wird, verschlechtern sich die Wetterbedingungen und trotz aller Bemühungen ist Philippides nirgends zu finden. Am nächsten Tag beteiligen sich weitere Personen an der Suche, darunter die Polizei des Bundesstaates New York, der Heimatschutz, US-Grenzbeamte und andere Freiwillige. Als die Nachricht von ihren vermissten Kollegen die Runde macht, reisten über 100 Feuerwehrleute aus Toronto nach Lake Placid, um bei der Suche zu helfen. Und ebenso viele ihrer Kollegen erklärten sich bereit, ihre Schichten zu übernehmen. Hubschrauber, Drohnen und Spürhunde wurden in den Bergen eingesetzt, um nach Philippides zu suchen, der zuletzt mit einer grünen Skijacke, einem schwarzen Helm, einer Skibrille und roten Skiern gesehen wurde. In den folgenden 6 Tagen halfen insgesamt etwa 6.000 Menschen bei der Suche nach Philippides, darunter auch seine Frau, die nach Lake Placid reiste, um bei den Rettungsarbeiten mitzuhelfen. Doch fast eine Woche nach seinem Verschwinden in New York wird Philippides trotz aller Widrigkeiten lebend gefunden. Über 4.500 Kilometer entfernt am anderen Ende Amerikas in Kalifornien. Am Dienstag, dem 13. Februar um 9.30 Uhr trifft sich Philippides Frau mit dem Suchtrupp am Lake Placid, als sie einen Anruf von einer unbekannten Nummer erhält. Als sie den Anruf annimmt, hört sie ihren Spitznamen von einer Stimme, die wie die ihres verschollenen Mannes klingt, und sie erkennt ihn sofort wieder. Er teilt ihr mit, dass er sich alleine auf dem Flughafen von Sacramento in Kalifornien befindet, etwa 4.670 Kilometer westlich und auf der anderen Seite des Landes. Sie rät ihm, so schnell wie möglich Hilfe zu holen, worauf er auflegt und den Notruf wählt, um der Polizei mitzuteilen, dass er eine vermisste Person ist. Als die Polizei kurz nach der Kontaktaufnahme eintrifft, findet sie Philippides am Autovermietungsterminal des Flughafens. Er trägt noch immer die Skikleidung, die er trug, als er 6 Tage zuvor in New York vermisst wurde, einschließlich der Jacke und der Skischuhe, und er hat sogar auch den Skihelm dabei. Berichten zufolge wurde Philippides in einem verwirrten Zustand aufgefunden, sodass er auf die Frage nach einem blauen Schild sagte, es sei grün, und er wisse nicht, welcher Tag es sei. Neben seiner Skikleidung trug er auch ein neu erworbenes iPhone, eine Kreditkarte und $1.000 in bar bei sich und hatte es irgendwann einmal geschafft, sich die Haare schneiden zu lassen. Auf die Frage, wie er von New York nach Sacramento gekommen sei, erklärt er dem Beamten, dass er möglicherweise eine Kopfverletzung erlitten habe, da sein Gedächtnis getrübt sei, er sich aber dann daran erinnere, dass er als Beifahrer in einem großen Lastwagen mitgefahren sei und dass er viel geschlafen habe. Ansonsten könne er sich an nichts mehr erinnern und wisse nicht einmal mehr, wie er ein neues Telefon bekommen habe, um seine Frau anzurufen. Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, um auf ein mögliches Kopftrauma untersucht zu werden, wurde aber später ohne Anzeichen von Verletzung wieder entlassen. Nach Angaben von Sergeant Sean Hampton vom Sacramento County Sheriff's Department sprachen die Beamten einige Zeit mit Philippides und waren sich sicher, dass er nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand. Sie glaubten, dass Philippides in der Nacht vor seinem Anruf in Sacramento abgesetzt wurde und dass er nach seinen Angaben auf der Straße geschlafen haben muss. Es war nicht klar, wie Philippides am nächsten Tag zum Flughafen von Sacramento kam, aber man nimmt an, dass er dort ein Taxi genommen haben könnte, bevor er seine Frau anruft. In den folgenden Tagen gaben die Behörden von New York und Sacramento weitere Erklärungen ab und die Polizei verteilte ein Foto von Philippides, das zum Zeitpunkt seiner Entdeckung aufgenommen worden war, in der Hoffnung, dass sich jeder, der ihn wiedererkennt, mit Informationen über die Geschehnisse melden kann. Nach einigen Tagen kehrte Philippides zur polizeilichen Befragung in die Adirondacks zurück, bevor er schließlich zu seiner Familie nach Toronto zurückkehrte und
seine Arbeit als Hauptmann bei der Feuerwehr von Toronto fortsetzte. Die Polizei appellierte an den mutmaßlichen LKW-Fahrer, der Philippides auf seiner sechstägigen Reise mitnahm, sich zu melden. Aber bis heute hat sich niemand mit neuen Informationen gemeldet. Die Spekulation darüber, was dem Feuerwehrmann in jener Woche zugestoßen sein könnte, wuchsen und man musste weitere 6 Monate warten, bevor man von Philippides selbst etwas über seine Version der Ereignisse hörte. Philippides gibt in dem Interview an, dass er glaubt, auf dem Weg zum Auto falsch abgebogen zu sein und irgendwann kurz nach der Trennung vor den anderen das Bewusstsein verloren zu haben. Als er wieder zu sich kam, machte er sich auf den Weg zu einer Hütte, die er fälschlicherweise für die Hauptskihütte hielt, die er jedoch geschlossen und verlassen vorfand. Später wurde festgestellt, dass Philippides wahrscheinlich in der Nähe der Kinderskipiste gestürzt war und sich auf dem Weg zum Zentrum des Kinderprogramms gemacht hatte, einem Bereich, der nur sehr wenig besucht ist und zu dieser Zeit geschlossen gewesen war. Da er immer noch benommen und verwirrt war und nicht wusste, wo er sich befand und sein Auto nicht finden konnte, behauptete Philippides, er habe einen Lastwagen angehalten, um zurück in die Stadt gefahren zu werden, und habe begonnen, sich vom Berg zu entfernen. Philippides behauptet, er erinnert sich an vage Momente des Bewusstseins während seiner Reise, wie zum Beispiel, dass ihm am Straßenrand an einer scheinbaren Raststätte schlecht wurde und er erfuhr, dass er durch Utah fuhr. Er erinnert sich an erdrückende Kopfschmerzen und starke Müdigkeit, die ihn zu nichts anderem als zum Schlafen fähig machte. Gegen Ende der Fahrt teilte der ungenannte Trucker Philippides mit, dass sie in Sacramento die Endstation erreicht hätten, bevor er ihn absetzte und weiterfuhr. Philippides gibt an, dass er keine Ahnung hatte, wer der Fahrer war oder worüber sie sprachen, aber dass er sich daran erinnerte, dass er einen Spitznamen hatte, den er den Behörden auch nannte. Die Identität des Fahrers ist bis heute unbekannt. Als Philippides in der Innenstadt von Sacramento ankam, nachdem er 5 Tage lang vermisst worden war und nur eine Kreditkarte und keinen Ausweis bei sich hatte, beschloss er, einen Weg zu finden, seine Frau zu kontaktieren. Da sich sein Telefon noch in New York befand, hob er Berichten zufolge $1000 in bar von der Kreditkarte ab, um sich ein neues iPhone zu kaufen. Nach dem Kauf des Telefons konnte sich Philippides nach eigenen Angaben nicht sofort an die Nummer seiner Frau erinnern und suchte stattdessen online nach Whiteface Mountain, wo er feststellte, dass er als vermisst galt. Anstatt den Notruf anzurufen oder sofort zur Polizei zu gehen, um Hilfe zu holen, beschloss er, auf der Straße in der Nähe des Richard Boulevard zu übernachten. Am nächsten Morgen, Dienstag, dem 13. Februar, beschloss Philippides, immer noch in seiner Skikleidung, sich zum Flughafen von Sacramento fahren zu lassen, und zu diesem Zeitpunkt erinnerte er sich schließlich an die Nummer seiner Frau. Er nimmt Kontakt zu seiner Frau auf und sie sagt ihm, er soll den Notruf wählen, und die Polizei trifft Philippides am Mietwagenterminal des Flughafens an. Medizinische Experten sind der Ansicht, dass Philippides Gedächtnisverlust und seine Handlungsweise 2 Ursachen haben könnte. Die erste Theorie von Dr. Charles Tator, einem Gehirnchirurgen aus Toronto, besagt, dass Philippides aufgrund einer Gehirnerschütterung an Amnesie litt. Seiner Meinung nach könnte es sich bei dem Vorfall um eine Kombination aus retrograder Amnesie, also dem Verlust des Gedächtnisses vor einem Schlag auf den Kopf, und anterograder Amnesie, dem Verlust des Gedächtnisses nach einem Schlag auf den Kopf, handeln. Wenn Philippides bei der Abfahrt eine schwere Kopfverletzung erlitten hat, ist es möglich, dass die anschließende Gehirnerschütterung zu einem Gedächtnisverlust führt, der von einigen Sekunden bis zu 24 oder 48 Stunden dauern kann. Diese Theorie würde jedoch nicht den gesamten Gedächtnisverlust von Philippides erklären, da Dr. Tator selbst sagte, dass eine tagelange Episode äußerst ungewöhnlich wäre. Die zweite Theorie, die von Dr. Jennifer Ryan, einer leitenden Wissenschaftlerin am Rotman Research Institute in Baycrest, Toronto, aufgestellt wurde, besagt, dass Philippides eine andere Form der Amnesie erlitt, einen dissoziativen Fugue-Zustand. Eine Fugue, das ist der lateinische Begriff für Flucht, ist ein seltener Zustand, der zum Beispiel durch eine Kopfverletzung, aber auch durch ein traumatisches Ereignis oder eine
emotionale Störung ausgelöst werden kann. Menschen mit dissoziativer Fugue verlieren vorübergehend ihr Gefühl für ihre persönliche Identität und wandern oder reisen impulsiv aus ihrer gewohnten Umgebung weg. Sie sind oft verwirrt darüber, wer sie sind und können sogar neue Identitäten schaffen. Äußerlich zeigen Menschen mit dieser Störung keine Anzeichen einer Krankheit oder Verletzung, aber aus irgendeinem Grund ändert sich ihr normales Verhalten und sie haben Schwierigkeiten, sich zu erinnern, wer oder wo sie sind. Dr. Ryan erklärt, dass sich die Betroffenen in der Regel nicht an die Reise selbst erinnern, sondern dass ihr Gedächtnis häufig wieder einsetzt, wenn sie sich an einem neuen, unbekannten Ort befinden. Das Problem bei solchen Amnesie-Episoden ist, dass manche Personen diese verlorenen Momente nie wieder vollständig zurückgewinnen, so dass sie Erinnerungsinseln haben, die für immer verloren bleiben. Dies könnte bei Philippides der Fall sein und deshalb werden wir vielleicht nie etwas über die fehlenden Teile des Puzzles erfahren, solange diese Erinnerungsfragmente nicht zurückkehren. Ja, eine richtig krasse Geschichte. Ich vermute, dass sie sich mit diesem Fugue-Zustand sicherlich auch einige andere Missing-411-Fälle erklären lassen, zum Beispiel, wo Menschen verschwinden und an den ungewöhnlichsten Orten auftauchen, ohne sich an etwas erinnern zu können. Dior Kunz. Im Juli 2015 machten Dior Kunz und seine Freundin Jessica Mitchell einen Campingausflug mit ihrem zweijährigen Sohn Dior Jr. Sie nahmen Jessicas Großvater und einen Freund der Familie namens Isaac Reinwand mit. Der Campingplatz lag sehr abgelegen am Rande des Rocky Mountain National Park. Es gab nur eine unbefestigte Straße, die zu dem Gebiet führte, in dem sie ihren Wohnwagen und ihr Auto abstellten. Am Morgen nach ihrer Ankunft fuhren Jessica, Dior und Dior Jr. in die nahegelegene Stadt, um einige Besorgungen zu machen. Als sie zum Campingplatz zurückkamen, hielt Reinwand einen großen Fisch in der Hand. Er sagte, er habe ihn im nahegelegenen Fluss gefangen. Jessica und Dior Senior wollten sehen, wo er den Fisch gefangen hatte und begannen, ihm mit ihrem Sohn zu folgen. Der kleine Junge beschloss plötzlich umzudrehen, um sich von seinem Großvater Süßigkeiten zu besorgen und sie erlaubten ihm, allein zurück zum Campingplatz zu gehen, der nur ein paar Meter entfernt war. Der Großvater bestätigte, dass der kleine Dior sicher zu ihm zurückgekehrt war und dass er auf ihn aufpasste. Doch im Handumdrehen war das Kleinkind verschwunden. In einem Interview erklärten die Eltern, dass sie etwa 20 Minuten lang nach dem Jungen suchten, bevor sie versuchten, den Notruf zu wählen. Auf dem Campingplatz gab es keinen Handyempfang, sodass sie die Straße hinunterfahren mussten, bis sie den Notruf absetzen konnten. Ein Suchtrupp half ihnen, das Gebiet mehrere Tage lang zu durchkämmen, ohne dass sie eine Spur des Jungen entdecken konnten. Auch Hubschrauber mit Wärmebildkameras überflogen das Gebiet. Jahre später ist der Fall immer noch ungelöst. Viele in der Öffentlichkeit glauben, dass die Eltern von Dior Kunz verdächtig sind und etwas mit seinem Verschwinden zu tun haben. Und es gab einen öffentlichen Aufschrei, um sie wegen Mordes vor Gericht zu stellen. Es gibt jedoch keine Beweise dafür, dass sie ihrem Sohn tatsächlich etwas angetan haben. Ja, dieser Fall erinnert mich ein bisschen an den Fall Dennis Lloyd Martin, über den ich auf diesem Kanal schon ein Video gemacht habe. Auch die Ursache seines Verschwindens könnte eine ähnliche sein wie von Dennis Martin. Der Junge müsste auf dem Weg zurück zu seinen Eltern nur einmal irgendwo falsch abgebogen sein und hätte sich hoffnungslos verlaufen. Die Wildnis ist tückisch. Er könnte in einen Felsspalt gefallen sein und bewusstlos geworden sein. Die Möglichkeiten sind hier schier unbegrenzt. Wie ich eben sagte, schaut euch dazu mein Video zu Dennis Lloyd Martin an, da erkläre ich das Ganze wirklich sehr, sehr ausführlich. James McGrogan. Im Jahr 2014 unternahm ein Arzt namens James McGrogan mit Freunden in Vail, Colorado einen Split-Snowboard-Trip. Nicht viele Menschen haben von Split Snowboarding gehört. Diese Sportart ähnelt dem Skilanglauf oder einfach nur dem Wandern mit Schneeschuhen. James McGrogan war mit seinem Handy und einem Satelliten-GPS-System ausgerüstet. Da er ein geübter Snowboarder war, war er viel schneller als seine Freunde und sagte, er würde am nächsten Halt auf sie warten.
Sie verloren ihn aus den Augen und sahen ihn bei keinem der Stopps entlang des Weges wieder. Als das Suchteam nach ihm suchte, fanden sie keine Spuren im Schnee, die vom Weg abwichen, so dass sie keine Ahnung hatten, wohin er gegangen sein konnte. 5 Tage später wurde seine Leiche in einer Entfernung von etwa 6 Kilometern Luftlinie entdeckt, was aber eher einer 20-Kilometer-Wanderung entsprach, da er dafür hätte Berge erklimmen müssen. Seine Leiche wurde von 2 Wanderern am Fuße eines gefrorenen Wasserfalls gefunden. Der Suchtrupp hatte das Gebiet schon mehrmals durchkämmt, konnte ihn aber bis zu diesem Tag nicht finden. McGrogan lag verstümmelt in einer seltsamen Position. Sein Schädel war zertrümmert, als wäre er aus einer großen Höhe gefallen. Er trug noch die komplette Skikleidung und den Helm, aber an den Füßen hatte er keine Stiefel und auch die Handschuhe hatte er ausgezogen. Das Such- und Rettungsteam fand später sein weggeworfenes, zersplittertes Snowboard. Seine Stiefel wurden jedoch nie gefunden. Sein Mobiltelefon und sein GPS-Gerät funktionierten noch und er hatte auch einen Ersatzakku eingepackt. Sie testeten das Gebiet, in dem er gefunden wurde, und es gab ein Handysignal. Dennoch hat er nie jemanden um Hilfe gerufen. Schlussendlich stufte die Polizei den Vorfall als Unfalltod ein und schloss den Fall ab. An sich ist dieser Fall nicht so ungewöhnlich, aber ich habe ihn trotzdem mit reingenommen, weil ich mir das Video von David Poleides über diesen Fall angeschaut habe. Und wie immer lässt der gute Poleides hier wieder mal die ein oder andere Sache aus, damit der Fall mysteriöser wirkt. Und ich als erklärter Poleides-Gegner muss das Ganze natürlich ins richtige Licht rücken. In einem Zeitungsbericht von der The Times vom 8. April 2014 steht geschrieben, dass die Gerichtsmediziner seinen Tod als Folge eines Sturzes aus großer Höhe festgestellt haben. Wenn man sich das Video von Poleides anschaut, dann sieht man, in was für einem unwegsamen und unübersichtlichen Gebiet sie unterwegs waren. Ein falscher Schritt und man fällt einen metertiefen und steilen Abhang hinunter. Das Ganze wird noch gefährlicher, wenn man bedenkt, dass der Boden mit Schnee bedeckt war und man überhaupt nicht richtig sehen konnte, wo man hintritt bzw. was sich unter dem Schnee befindet. Der gute Poleides gibt in seinem Video auch mehrmals an, dass James McGrogan in absoluter Topform war und impliziert, dass so ein Unfall einem Menschen wie ihm hätte gar nicht passieren können. Die South Bend Tribune schrieb am 24. April 2014, also rund 4 Monate bevor Poleides sein Video veröffentlichte, also war diese Information bereits bekannt. Zitat: In einem Bericht des Sheriffs sagte McGrogans Frau, Sharon Welch, den Ermittlern, dass der Männertrip schon seit einem Jahr geplant war, obwohl sie erst eine Woche vor seiner Abreise davon erfuhr. Welch erzählt den Beamten, dass sie sich Sorgen über McGrogans mangelnde Erfahrung beim Skifahren in den Bergen machte und sagte, sie habe ihm ausdrücklich gesagt, er solle sich nicht von seinen Freunden trennen. Zitat Ende. Das ist eine unglaublich wichtige Information, die uns hier vorenthalten wird. Er war zwar in Topform und war auch gut für den Trip vorbereitet, hatte aber sonst sehr wenig Erfahrung beim Skifahren in den Bergen und hat einen Fehler gemacht, der für viele Wanderer schon zum Verhängnis geworden ist. Ich habe auf Reddit einen Kommentar von einer Person gefunden, die behauptet, an der Suchaktion beteiligt gewesen zu sein. Über den Wahrheitsgehalt kann man natürlich wie immer spekulieren, aber es klingt alles sehr plausibel für mich. Die Person schreibt, Zitat: Ich war bei einem dieser SAR-Einsätze dabei und habe 4 Tage lang mit Schneeschuhen und Skiern nach Jim gesucht, zusammen mit anderen und zeitweise in den letzten Tagen auch mit Leichenspürhunden, die von speziell ausgebildeten Führern begleitet wurden. Wir setzten Experten-SAR-Skifahrer von den Helikoptern aus in und um Bald Mountain ab. Wir hatten auch Zugang zur letzten Pinkposition und konnten diese lokalisieren. Es gibt nichts Mysteriöses an diesem Fall. Dr. Jim verpasste eine Abzweigung und fuhr die falsche Drainage hinauf zum Gipfel des Bald Mountain, sah die Lichter von Vail und entschied sich, da er die Gegend nicht gut kannte, in die Booth-Drainage hinabzusteigen und zu versuchen, zu den Lichtern zurückzukehren. Er rutschte ab und fiel knapp 500 Meter tief.
Leider war Jim nicht darauf vorbereitet, diesen Sturz zu überleben, was darauf hindeutet, dass er an einem Trauma durch stumpfe Gewalteinwirkung und/oder Unterkühlung starb. Zitat Ende. Das war ein Kommentar auf Reddit. Für mich klingt das ziemlich plausibel. Meine persönliche Vermutung ist, dass er den anderen Teilnehmern davongefahren ist und seine Lage unterschätzt und sein Können überschätzt hat. Wahrscheinlich hat er kurz einen Schlenker nach links oder rechts abseits des Weges gemacht, um sich was anzuschauen, sah durch den Schnee nicht, was unter seinen Füßen war und stürzte in einem Abhang in den Tod. Über die Tatsache, warum seine Schuhe gefehlt haben, kann ich nur spekulieren. McGrogans Leiche hatte Spuren von Wildtierfraß. Eventuell haben irgendwelche Tiere beim Versuch, an seine Füße heranzukommen, ihm die Schuhe vom Leib gerissen oder ähnliches. Andererseits habe ich keinen Bericht oder einen Artikel gefunden, in dem steht, dass seine Schuhe wirklich gefehlt haben. Keith Parkins. Im Jahr 1952 verschwand ein zweijähriger Junge namens Keith Parkins mitten im Winter aus seinem Haus in Ritter, Oregon. Er hatte draußen gespielt und war mit einer Jacke bekleidet, war aber bei weitem nicht darauf vorbereitet, die Nacht alleine draußen zu verbringen. Seine Familie und ein örtlicher Suchtrupp suchten sofort nach ihm. Sie konnten seinen winzigen Fußabdrücken bis zu einem Punkt folgen, bevor sie ganz aufhörten. In der Nähe gab es keine anderen Spuren von Tieren oder Erwachsenen. 19 Stunden später fanden sie Keith. Er war etwa 15 Kilometer entfernt. Er hatte seine Jacke ausgezogen und lag mit dem Gesicht nach unten im Schnee auf einem zugefrorenen Teich. Keith war am Leben. Er schwebte in Lebensgefahr, aber er war am Leben. Als sie ihn später fragten, warum er weggelaufen sei und wie er überlebt habe, sagte er, er könne sich an nichts erinnern. Seine Kleidung war zerrissen und sein Gesicht wies überall Kratzer auf. Damals vermutete die Polizei einen Stacheldrahtzaun als Ursache, aber in Befragungen erwähnte Keith, dass ihn eine Katze gekratzt hat. Könnte er eventuell eine Begegnung mit einem Puma gehabt haben? Auch gaben seine Geschwister an, dass er in der Nähe eines Stalls gespielt hat, in dem Nutzvieh beherbergt war. Das könnte auch für einen Angriff durch einen Puma sprechen. Das Tier hat sich eventuell an den Stall herangepirscht, hat dann aber Keith erspäht und sich ihn geschnappt und ihn dann weggetragen. Das alles sind natürlich nur Spekulationen und selbst ein Angriff von einem Puma klingt schon ziemlich unglaublich. Der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, warum der Puma Keith nicht gefressen hat, ist, dass das Tier eventuell durch die Suche nach ihm und dem Folgen seiner Fußspuren immer weiter vor der Suchmannschaft vor sich hergetrieben wurde, bis es schlussendlich von dem Jungen abließ und flüchtete. Was auch immer geschehen ist, es bleibt ein äußerst bizarrer Fall. Bobby Bizzarb. 1958 besuchte ein 10-jähriger, schwerhöriger Junge namens Bobby Bizzarb ein katholisches Zeltlager für Jungen namens Camp St. Marlow, das an der Grenze zum Rocky Mountain National Park liegt. Bobby Bizzarb. 1958 besuchte ein 10-jähriger, schwerhöriger Junge namens Bobby Bizzarb ein katholisches Zeltlager für Jungen namens Camp St. Marlow, das an der Grenze zum Rocky Mountain National Park liegt. Ein Betreuer des Lagers fand ihn beim Angeln am Fluss und forderte ihn auf, zum Abendessen ins Lager zurückzukehren. Der Junge begann ihm zu folgen und als der Betreuer über seine Schulter schaute, um sich zu vergewissern, dass er ihm wirklich folgte, war Bobby verschwunden. 400 Leute suchten 9 Tage lang, aber sie fanden keine Hinweise. Ein Jahr später fanden die Betreuer sein Hörgerät und zerrissene Kleidungsstücke etwa 600 Meter hoch am Berghang. Der Suchtrupp hatte dieses Gebiet bereits mindestens 3-mal im Jahr zuvor abgesucht. Keine seiner anderen Überreste wurden jemals gefunden. Das klingt für mich ehrlich gesagt erstmal nicht ungewöhnlich. Die Überreste des Jungen könnten von Wildtieren dorthin gebracht worden sein. Das Interessante an der Geschichte kommt aber jetzt noch. 2021 wurde ein Schädel gefunden, von dem man vermutet, dass er zu Bobby Bizzarb gehört. Doch der Schädel wurde nicht etwa irgendwo in der Wildnis gefunden. Nein, er wurde den Behörden in Denver von einem Mann namens Dr. Tom McCloskey überreicht. Dr. McCloskey sagte der Polizei, dass er den Schädel von seinem Vater, Dr. Joseph McCloskey, erhalten habe, einem prominenten Mitglied der katholischen Kirche und guten Freund von dem Priester,
der das katholische Zeltlager leitete, in dem Bobby Bissap verschwand. Dr. Tom McCloskey gab an, er habe den Schädel übernommen, als sein Vater in den 80ern starb. Und das Einzige, was er über diesen Schädel wusste, war, dass er zu einem Jungen gehörte, der in einem Zeltlager verschwand. Der Grund, warum er den Schädel erst im Jahre 2021 der Polizei gab, war, weil er einen Beitrag über den vermissten Bobby Bissap im Fernsehen gesehen hatte. In dem Fernsehbeitrag werden auch Fragen aufgeworfen, ob die damaligen Zeugen in dem Zeltlager auch wirklich alle die Wahrheit über das Verschwinden von Bobby gesagt haben und dass drei Aufseher des Zeltlagers einige Dinge getan haben, die ich jetzt hier nicht erwähnen kann, da mir sonst das Video demonetarisiert wird. Ihr könnt euren Teil aber dazu denken, vermute ich. Momentan befindet sich der Schädel in einem Labor zur DNA-Analyse. Also meine Theorie ist, dass dieser Junge nicht einfach so vom Antlitz der Erde verschwand. Ich denke, damals wurde in diesem Fall viel Vertuschung betrieben, vor allem in diesem dubiosen Zeltlager. Ich gehe davon aus, dass er aufgrund eines Fremdverschuldens verschwand. Den Rest überlasse ich euch. Bessie und Glenn Hyde. 1928 beschlossen der 29-jährige Glenn Hyde und seine 22-jährige frisch angetraute Frau Bessie Hyde, eine ungewöhnliche Reise für ihre Flitterwochen zu unternehmen. Auf ihrer Farm in Twin Falls, Idaho, baute Glenn ein 3 Meter langes hölzernes Boot für eine ausgedehnte Wildwasserfahrt durch den Grand Canyon. Ihr Plan war es, nach Green River, Utah zu fahren und die nächsten Wochen damit zu verbringen, hunderte von Meilen auf den Stromschnellen des Colorado River zu raften, bevor sie in Needles, Kalifornien ankamen. Glenn wollte einen neuen Geschwindigkeitsrekord für die Durchquerung des Grand Canyon aufstellen, während Bessie in die Geschichte eingehen wollte, indem sie als erste Frau den Canyon nachweislich durchfahren würde. Glenn weigerte sich auch, Schwimmwesten an Bord seines Bootes mitzuführen und die Hydes begannen ihre Reise am 20. Oktober in Green River. Am 15. November kam das Paar bei Flussmeile 88 an und war auf dem besten Weg, den Rekord zu brechen. Nachdem sie den Bright Angel Trail hinaufgewandert waren, erreichten sie das Haus des Fotografen Emery Kolb, der berühmt dafür war, den Colorado River befahren zu haben. Kolb bemerkte, dass Bessie von der Reise müde geworden war und ängstlich wirkte, weil sie sich auf den gefährlichsten Teil des Flusses begeben wollten. Da die Hydes mit kaltem Winterwetter rechnen mussten, schlug Kolb vor, dass sie bei ihm bleiben sollten, bis sich das Wetter gebessert hatte. Doch Glenn lehnte ab. Kolb bot den Hydes auch an, ihnen seine Schwimmwesten zu leihen, aber auch dieses Angebot lehnte Glenn ab. Die Hydes setzten ihre Reise flussabwärts fort und erlaubten am nächsten Tag einem Touristen namens Adolf Gilbert Sutro für die nächsten paar Meilen in ihrem Boot mitzufahren. Nachdem Sutro und die Hydes getrennte Wege gegangen waren, wurde Glenn und Bessie nicht mehr gesichtet. Sie kamen nicht wie geplant in Kalifornien an und am 6. Dezember organisierte Glenns Vater eine große Suchaktion nach ihnen. Am ersten Weihnachtsfeiertag entdeckte ein Suchtrupp unter der Leitung von Emery Kolb und seinem Bruder das Ruderboot der Hydes, das sich in der Nähe von Flussmeile 237 in einigen Felsen mitten im Wasser verfangen hatte. Obwohl das Boot aufrecht und unbeschädigt war, befand sich Glenn und Bessie nicht darin. Alle Vorräte und persönlichen Gegenstände des Paares befanden sich noch im Boot. Einschließlich Bessies Tagebuch, dessen letzter Eintrag vom 30. November stammte. Der letzte Ort, den Bessie erwähnte, war Diamond Creek Rapid bei Flussmeile 225 und es wurden Beweise gefunden, die darauf schließen lassen, dass die Hydes dort ihr Lager aufgeschlagen hatten. 42 Kerben, die für jeden Tag der Reise zu stehen schienen, waren in das Boot eingeritzt, was mit dem Datum des 30. November in Bessies Tagebuch übereinstimmte. Die Bugleine des Bootes reichte von der Vorderseite des Bootes in den Fluss hinein und schien sich an etwas unter Wasser zu verfangen. Da die Kolb-Brüder das Seil nicht lösen konnten, beschlossen sie es zu durchtrennen. Etwa zur gleichen Zeit meldete ein Goldsucher, dass er eine braune Lederjacke im Colorado River treiben sah. Und obwohl er sie nicht bergen konnte, war bekannt, dass Bessie auf der Reise eine Lederjacke getragen hatte.
Trotzdem konnte im Grand Canyon National Park keine Spur der Heights gefunden werden. Und im Laufe der Jahre gab es einige ziemlich bizarre Vorfälle in Verbindung mit ihrem Verschwinden. Im Jahr 1971 unternahm eine Reisegruppe eine Rafting-Tour durch den Grand Canyon. Als sie ihr Lager am Diamond Creek aufschlugen, erzählte der Führer die Geschichte vom Verschwinden von Glenn und Bessie Hyde, bevor eine ältere Frau in der Gruppe namens Elizabeth Cutler behauptete, dass sie Bessie Hyde sei. Sie behauptete, Glenn sei so besessen davon gewesen, die Reise zu vollenden, dass er ihr gegenüber gewalttätig geworden sei, woraufhin sie Glenn erstochen habe, aus dem Canyon gewandert sei und unter neuer Identität ein neues Leben begonnen habe. Später widerrief Cutler diese Geschichte und leugnete, Bessie Hyde zu sein. Geburtsurkunden bestätigten, dass sie 1908 unter dem Namen Elizabeth Cutler in Pomeroy, Ohio geboren wurde. Da sie früher als Psychologieprofessorin gearbeitet hatte und in dem Beruf stand, mit Menschen Psychospielchen zu treiben, könnte dies der Grund dafür gewesen sein, dass Cutler beschloss, den Leuten zu erzählen, sie sei Bessie. Kurz nach Embry Kolbs Tod im Dezember 1976 durchsuchte sein Enkel das Bootshaus auf seinem Grundstück, als er zu seiner Überraschung die Überreste eines männlichen Skeletts in einem Kanu entdeckte. Das Opfer hatte ein Einschussloch im Schädel, was zu Spekulationen führte, dass es sich um Glenn Hyde handelte und dass Kolb ihn ermordet hatte. Tests schlossen allerdings aus, dass es sich bei dem Opfer um Glenn Hyde handelte, und 2008 wurde festgestellt, dass die Knochen tatsächlich zu einem Unbekannten gehörten, der im Juni 1933 im Grand Canyon gefunden worden war, nachdem er Suizid begangen hatte, indem er sich erschoss. Da das Opfer nicht identifiziert werden konnte und Kolb zu dieser Zeit ein Vertreter in der Jury des County Coroners war, scheint es wahrscheinlich, dass Kolb die Überreste mit nach Hause nahm, sie in seinem Bootshaus aufbewahrte und sie in den nächsten 4 Jahrzehnten einfach vergaß. Ja, ziemlich bizarr irgendwie. Im Jahr 1992 starb Georgie White Clark, die 45 Jahre lang als Flussführerin im Grand Canyon gearbeitet hatte, im Alter von 81 Jahren an Krebs. Georgies Betreuerin war überrascht, als sie in ihrer Unterwäscheschublade neben einer Pistole eine beglaubigte Kopie der Heiratsurkunde von Glenn und Bessie Hyde entdeckte. Sie entdeckte auch Georgies Geburtsurkunde, aus der hervorging, dass sie ursprünglich unter dem Namen Bessie DeRoss geboren wurde, was zu Spekulationen führte, sie sei Bessie Hyde unter einer neuen Identität. Georgies frühes Leben war jedoch gut dokumentiert, und da sie im März 1929 eine Tochter zur Welt brachte, erschien es sehr unwahrscheinlich, dass Bessie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens im 5. Monat schwanger gewesen sein könnte. Die bekannteste Theorie besagt, dass Glenn und Bessie aus ihrem Boot fielen und in der 232. Flussmeile in Stromschnellen ertranken. In dieser Stromschnelle befinden sich 2 große zerklüftete Felsen, die den Spitznamen The Fangs tragen, aus dem Wasser ragen und dafür bekannt sind, dass sie Booten Schwierigkeiten bereiten. Während die Hyde mit den Fangs kollidierten, hätten sie ins Wasser fallen und ertrinken können, da sie keine Schwimmwesten trugen und ihr Boot weiter flussabwärts bis zur Flussmeile 237 trieb. Ich vermute in diesem Fall wirklich einfach, dass die beiden irgendwie aus dem Boot gefallen sind und dabei ertrunken sind. Oder einer von beiden ist aus dem Boot gefallen und die andere Person wollte sie retten und ertrank ebenfalls bei dem Versuch. In dieser Geschichte kommt Glenn Hyde als ein ziemlicher Sturkopf rüber, der bestimmt hat, wo und wie die Reise verläuft. Selbst als Bessie sehr müde und ängstlich war, hat er darauf bestanden, dass die Reise weitergeht. Eventuell waren die beiden ab einem Punkt einfach nur übermüdet und unkonzentriert und sind dann durch eine Verkettung unglücklicher Umstände über Bord gegangen. Allein die Tatsache, dass sie keine Rettungswesten dabei hatten, sagt uns eigentlich, dass die Chancen zum Überleben relativ klein waren, wenn man einmal über Bord ging. John Doe. Hier ist eine kurze, aber sehr, sehr seltsame Geschichte. Ich konnte zu diesem Fall einfach nicht mehr finden, weil der richtige Name des Jungen nicht bekannt ist. Ein 3-jähriger Junge namens John Doe war im Oktober 2010 mit seinen Eltern auf dem Berg Shasta, Kalifornien, campen.
In den USA werden unbekannte Personen oft als John Doe oder Jane Doe bezeichnet. John verschwand um 18.30 Uhr vom Campingplatz und seine Eltern begannen nach ihm zu suchen, konnten ihn aber nicht finden. Lokale Such- und Rettungskräfte und der Sheriff reagierten sofort und 5 Stunden später wurde John in einem Dickicht liegend gefunden. Zu Hause angekommen, schwieg er über sein Verschwinden, bis er seine Großmutter Kathy sah, woraufhin er erzählte, sie sei mit ihm im Wald gewesen, als er verschwand. Was er danach erzählt, klingt für mich ein bisschen wie ein schlechter Horrorfilm, ist aber trotzdem extrem creepy. Diese Frau, die er für seine Großmutter hielt, sprach mit ihm in einer netten und höflichen Art und Weise und war an seinem Bauch interessiert. Dann sagte er, sie habe ihn gebeten, auf einem klebrigen Stück Papier seine Notdurft zu verrichten, aber er konnte es nicht. Sie brachte ihn zu einer Höhle, in der John nach eigenen Aussagen staubige Handtaschen und Waffen sah. Die Frau erzählte John, dass er aus dem Weltraum stamme und dass sie ihn in den Bauch seiner Mutter gesteckt hätten. Als John einen Blick auf die Frau im Licht erhaschte, beschrieb er sie als einen Roboter und sagte seiner Großmutter, dass er die echte Oma Kathy, derjenigen vorzog, die er während seines Verschwindens begegnet war. Ja, mehr Informationen zu diesem Fall konnte ich leider nicht finden und es klingt wirklich alles äußerst bizarr. Natürlich muss man immer die Aussagen eines 3-Jährigen, der sich wahrscheinlich in Todesangst befand, immer anzweifeln. Es könnte einfach sein, dass ihm seine Fantasie einen Streich gespielt hat, um mit dieser ja lebensbedrohlichen Situation irgendwie klarzukommen. Andererseits klingt das alles für mich irgendwie schon so absurd und abwegig, dass diese Geschichte wahrscheinlich irgendeinen wahren Kern besitzt. Und kommen wir zum letzten Fall, und zwar geht es um Henry McCabe. Im Jahr 2015 lebte der 32-jährige Henry McCabe, ein liberianischer Einwanderer, der als Rechnungsprüfer für das Finanzministerium von Minnesota arbeitete, mit seiner Frau Karen und seinen beiden Söhnen in Mounds View. Während seine Familie in Kalifornien weilte, ging Henry am Abend des 6. September mit 2 Freunden, William Papis Kennedy und Calvin Johnson, in einen Nachtclub im Spring Lake Park. Nachdem sie am 7. September um 2 Uhr morgens gegangen waren, behauptete Kennedy, Henry habe darum gebeten, an einer Super America Tankstelle in der Stadt Fridley abgesetzt zu werden, obwohl diese ein paar Meilen von seinem Wohnort entfernt lag. Um 2.28 Uhr erhielt Karen McCabe in Kalifornien einen Anruf von Henrys Handy und hörte, wie ihr Mann in Not schrie und sagte, jemand habe auf ihn geschossen. Karen versuchte, Henrys Bruder Tim anzurufen, erhielt aber nur seine Voicemail, die die letzten 2 Minuten von Henrys Anruf aufzeichnete. Es handelte sich um hohe Töne, in denen Henry vor Schmerzen stöhnte, sowie um bizarre, unerklärliche Knurrgeräusche. Der Anruf endete mit einigen Sekunden Stille und einer männlichen Stimme, die sagte, hören Sie auf. Leider wurden die vollständige Aufnahme der Sprachnachricht nie veröffentlicht und die einzige verfügbare Version stammt aus einer Nachrichtensendung, die nur Ausschnitte wiedergibt. Ich spiele euch diese Aufnahme jetzt, aber ich muss euch warnen, es ist extrem verstörend. Henrys Handy wurde kurz nach dem Anruf abgeschaltet, obwohl es von einem Mobilfunkmast in der Nähe des Creekview Park in der Nähe der Stadt New Brighton, die etwa 2 Kilometer östlich von Fridley liegt, ausging. Die Polizei schöpfte Verdacht gegen William Papis Kennedy, als sie das Überwachungsmaterial der Super America Tankstelle überprüfte und nicht sah, wie er Henry absetzte. Es stellte sich heraus, dass Kennedy den Ort falsch angegeben hatte, denn die Polizei fand bald Aufnahmen, auf denen er Henry an einer 1 Kilometer entfernten Holiday Tankstelle absetzte. Seltsamerweise hatte Kennedy Henrys Schlüssel bei sich, obwohl Henry sie gebraucht hätte, um in sein Haus zu gelangen. Ihr anderer Freund aus dem Nachtclub, Calvin Johnson, übergab auch Henrys Brieftasche und behauptete, Henry sei so betrunken gewesen, dass er seine Brieftasche genommen habe, um ihn daran zu hindern, weitere Getränke zu kaufen. Am 2. November wurde Henrys Leiche in Rush Lake in New Brighton entdeckt, etwa 3 Kilometer östlich der Holiday-Tankstelle. Obwohl Henry während seines Telefonats sagte, er sei angeschossen worden,
wies sein Körper keine Schusswunden oder Verletzungen auf. Da es keine erkennbaren Anzeichen für ein Fremdverschulden gab, stellte der Gerichtsmediziner als Todesursache Ertrinken fest. Die Ermittler schlossen die Möglichkeit eines Suizids nicht aus, da Henry persönliche Probleme hatte und eine schlechte Leistungsbeurteilung an seinem Arbeitsplatz erhielt. Da Henry in dieser Nacht betrunken war, ist es möglich, dass er versehentlich in den See gestolpert und ertrunken ist. Aber keiner dieser Erklärungen würde die bizarren Geräusche auf der Voicemail erklären. Die genauen Umstände von Henry McAbees Tod sind nach wie vor unbekannt. Ja, ziemlich bizarr das Ganze. Vielleicht wurde er einfach nur von einem gruseligen, knurrenden Seemonster entführt. Leider gibt es bis heute keine wirklichen Anhaltspunkte für seinen Tod. Ja, meine Lieben, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und falls ja, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. Abonniert den Kanal, liked das Video, kommentiert. Wie gesagt, ich werde eure Kommentare versuchen immer zu beantworten. Ja, genau. Und es sind schon, während ich das hier gerade sage, sind schon auch andere Missing 411 Videos in Planung. Also seid gespannt, wie gesagt, abonniert den Kanal und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!